SPD-Fraktion ist der Kollege Frank Schwabe. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, es ist ja eine Debatte zu Marrakesch, deswegen will ich zumindest einen Satz sagen zu Marrakesch und zu dem, was wir in unserem Antrag dazu stehen haben. Und ich finde, das muss man mal würdigen. Wir haben nämlich in den Antrag einiges reingeschrieben, was in Marrakesch zu leisten ist. Aber wir haben vor allen Dingen, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit das Thema der menschenrechtlichen Dimension des Klimaschutzes aufgenommen in einen Antrag. Und da würde man ja sagen, na klar, Klimaschutz ist automatisch Menschenrecht, weil wenn es keinen Klimaschutz gibt, dann steigt der Meeresspiegel, dann verlieren die Menschen ihre Häuser und ihre Heimat. Aber das Problem ist eben, dass auch durch gut gemeinte Klimaschutzmaßnahmen oft problematische Begleiterscheinungen mit dabei sind im Bereich des Waldschutzes, bei Staudammbau, bei dem Bau von Kraftwerken, aber auch bei dem Bau von Windparks. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das auf die internationale Tagesordnung kommt. Da gibt es viele NGOs, die unterwegs sind. Und das soll ein bisschen Ermunterung sein und Unterstützung und auch Rückenwind für die Bundesregierung, das zum besonderen Thema in Marrakesch zu machen. Ansonsten reden wir über den Klimaschutzplan. Natürlich, das ist hochspannend. Ich finde ja immer interessant, wie so die Szenerie ist. Wie die Szenerie ist, ja, ich meine, wir messen jetzt daran, ob der Klimaschutzplan kommt oder nicht, wie erfolgreich wir nach Marrakesch fahren oder nicht Marrakesch fahren. Wir müssen immer begreifen, das, worüber wir reden, ist etwas, was international jedenfalls keine Anforderung an uns ist, sondern wenn wir das hinbekommen, und ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir das noch hinbekommen in dieser Woche, dann leisten wir mehr als viele andere Länder auf der Welt. Und das ist, glaube ich, die Wahrheit gerade in der Debatte. Und die Ministerin hat deutlich gemacht, Deutschland ist wirklich gut aufgestellt beim Thema Finanzen. Wir sind gut aufgestellt beim Thema nationale Klimaschutzpläne. Wir unterstützen die Länder der Welt über die IKI-Initiative und anderes. Und wir sind auch auf einem guten Weg, das, was wir leisten, messbar zu machen und vergleichbar zu machen mit anderen auf der Welt. Auch da sind wir viel weiter als viele andere Länder. Und da sind wir auch noch mitten im Prozess. Da sind wir noch nicht. Darf die Kollegin Göring-Eckardt Ihnen eine Zwischenfrage stellen? Ja. Nein, ich sehe nur, der Präsident leuchtet mal auf, aber das etwas mehr Leidenschaft. Herr Schwabe, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass Sie auf einem Weg sind, dass bis zum Ende der Woche noch dies oder jenes passiert. Mich wundert sehr, dass jemand, der sich ja sehr engagiert hat innerhalb dieses Klimaschutzplanes, um sehr viel zu verhindern, nämlich der Bundesminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, hier nicht anwesend ist. Und ich frage Sie, wie kommt es dazu? Entschuldigt ist er nicht, das haben wir gerade überprüft, sondern er ist einfach nicht da bei dieser so wichtigen Debatte, die ja, da werden Sie keinen Zweifel daran haben, auch sehr in sein Ressort eingreift. Also da kann man sich immer fragen, wer alles da ist und wer nicht da ist. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele da wären. Bei der Union gibt es immer Herrn Fuchs, der sich ganz viel äußert. Den sehe ich auch nicht. Es gibt die Kanzlerin, es gibt Herrn Gabriel, es gibt den, der Herr Hofreiter hat sie gerade alle aufgezählt, den Verkehrsminister, den Landwirtschaftsminister. Alle die haben was zu tun mit dem Thema Klimaschutz. Und ich würde das so interpretieren, dass die aber akzeptieren, dass die Federführung bei der Umweltministerin ist und würde das eher als Rückenwind für sie interpretieren. Also, wir reden über einen Klimaschutzplan. Und ich will das noch mal klar machen. Mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hätte es ein Klimaschutzgesetz auch geben können. Hätte es auch mit Herrn Gabriel, das steht im Wahlprogramm der Sozialdemokratie, da steht im Übrigen auch ein Ziel von -95% bis 2050 und vieles andere. Und das ist gemeinschaftlich beschlossen worden und das gilt entsprechend auch. Ich will das nur noch mal sagen, wenn Herr Fuchs, jetzt habe ich gelesen, Herr Tillich auch öffentlich fordern als Ministerpräsident, dass wir doch eine Beratung auch im Bundestag und im Bundesrat brauchen, dann bin ich da sehr dafür. Das geht mit der Sozialdemokratie sehr schnell. Ansonsten haben wir einen Klimaschutzplan, der in der Tat, oder werden einen bekommen, der nicht Planwirtschaft ist, wie vorgeworfen wird, aber eben planvolle Politik, der versucht, einen Plan jedenfalls zu entwickeln, so wie es von heute aus absehbar ist, bis zum Jahr 2050, Wegstrecken und Wegmarken und Leitplanken entsprechend zu setzen. Und das ist vorgegeben, das hat die Ministerin gesagt, durch das, was in Paris beschlossen ist. Das ist nicht auf unseren eigenen Mist gewachsen. Wir werden einen Plan bekommen, davon gehe ich aus. Der darf allerdings nicht, sagen wir mal, substanzlos sein, sondern da müssen wichtige Dinge drinstehen. Und das eine
ist die Frage, wie wir mit fossilen Energieträgern umgehen. Das ist zu Recht vielfach gesagt worden. Es geht gar nicht um den Kohleausstieg allein. Das ist immer so ein Symbolthema. Aber natürlich ist völlig klar, dass wir Klimaschutzziele nicht erreichen können, ohne eine Idee davon zu entwickeln, wie wir eigentlich mit dem Thema in Zukunft umgehen. Und das ist eine Mindestanforderung jedenfalls für diesen Klimaschutzplan. Und eine weitere Mindestanforderung ist, dass wir die Ziele, die in Paris beschlossen werden, natürlich auf Deutschland runterbrechen müssen und dass wir dann sie aber auch runterbrechen müssen auf die einzelnen Bereiche, auf die einzelnen Sektoren. Was nicht funktionieren kann, ist, dass wir in Paris wichtige Beschlüsse fassen, am Ende in Deutschland nicht dazu stehen wollen und dass sich am Ende die Ministerien wegdrücken. Ich habe das hier schon häufiger gesagt. Das ist, glaube ich, das Interesse des gesamten Hauses, allen Ministern. Das ist Herr Gabriel, das ist aber auch Herr Schmidt und viele andere, denen mit auf den Weg zu geben. Ihr seid auch zuständig dafür, dass am Ende Klimaschutz in diesem Land gelingen kann. Und deswegen sage ich am Ende, es geht um Schnelligkeit, nicht um Schnelligkeit, es geht um die Qualität. Das hat Frau Hendricks deutlich gemacht und sie steht dafür. Sie war eben nicht bereit, irgendeinen unverbindlichen Klimaschutzplan durchzuwinken. Und da müssen Sie sich mal keine Sorge machen. Bei all dem hat sie die volle Unterstützung, jedenfalls der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Niemand mehr